Die höchsten Zitate kriegen Sie für eine Veröffentlichung, die nicht stimmt. Weil dann jeder erstmal Sie zitiert und sagt, das stimmt nicht, was in dem Paper drin steht. Ja? Also deswegen können Sie das System auch ins Absurde karikieren. Gucken Sie sich mal Nobelpreise an, zum Beispiel im Bereich der Festkörperphysik. Graphen, die haben im Wesentlichen den Nobelpreis für ein Experiment gekriegt, was 3,50 kostet. Ne? Indem sie es geschafft haben, mit Tesafilm eine einzige Monolage an Graphit abzuziehen. Mit Tesafilm. Und dann haben sie sich zwar unter dem Mikroskop untersucht, auch unter dem Elektronenmikroskop, mag ja sein, es war kein Großprojekt. Der Herr Grünberg 2007, der für den GMR-Effekt den Nobelpreis bekommen hat, für diesen Effekt, den man ja für die Speichertechnologie brauchte, das ist ein Experiment, das kostet, wenn es hochkommt, 5.000 Euro. Das hat er alleine in seinem kleinen Kämmerlein gemacht. Da brauchte der tatsächlich keinen großen Apparat drumherum. Das muss man fairerweise sagen. Das heißt, wenn man in die Geschichte guckt, sind meistens die Erkenntnisse tatsächlich so gewonnen worden. Das heißt aber trotzdem nicht, dass man diese Zusammenarbeiten von vielen Forschern heute auch nicht braucht. In vielen Gebieten braucht man sie eben doch. Ja, wir haben heute natürlich auch Möglichkeiten, Materialien zu untersuchen, die man früher nicht hatte. Wenn Sie das so tun wollen wie bei uns, wie mit dieser Anlage, mit der Elektronenspeicherringanlage, dann brauchen Sie natürlich Leute, die die betreiben. Und da brauchen Sie auch Leute, die dieses komplizierte Experiment gemeinsam durchführen können. Das schon. Aber Fakt ist, ich glaube auch, dass der falsche Weg ist, dass wir viel zu sehr in diesen Strukturen denken. Sie müssen, wenn Sie so einen Antrag schreiben, das wissen viele gar nicht, da muss man auch so ein bisschen schreiben, was man denn erwartet. Also wie absurd ist. Ja, wenn es Forschung ist, wenn ich ja weiß, was rauskommt, dann muss ich ja nicht zu machen. Ja. Ich sitze selber auch in vielen Gremien, um sowas zu beurteilen. Das ist schwierig, dagegen zu argumentieren. Ja. Ich glaube, man ist da insgesamt trotzdem auf dem falschen Weg. Man gibt zu viel Geld in diese sozusagen kooperativen Programme hinein. Um so einen Antrag für einen Sonderforschungsbereich zum Beispiel zu schreiben, was da an Papier produziert wird, das wollen Sie gar nicht wissen und was da an Zeit reingeht. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft dünnt die Projekte aus, die Einzelförderung von Wissenschaftlern, wo man eine Idee hat. Das halte ich persönlich auch für einen falschen Weg, sage ich ganz ehrlich. Das ist aber auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, dass an Universitäten letztlich die Budgets in den letzten Jahren nicht gestiegen sind. Die Budgets sind gestiegen bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft um 5% pro Jahr, bei der Helmholtz-Gemeinschaft, bei der Leibniz-Gesellschaft und bei der Max-Planck-Gesellschaft. Also bei den Gesellschaften, die vom Bund unterstützt worden sind. Da muss man sagen, hat die Politik wirklich viel getan. Für die Universitäten sind die Länder verantwortlich und das ist in fast jedem Land, sind, wenn sie Glück haben, die Etats gleich geblieben. So. Und das heißt, an den Universitäten, wo können sie überhaupt irgendwelche Ressourcen einsparen? Das ist natürlich in der Forschung. Weil die Lehre, das ist unser Geschäft, was machen, das müssen wir machen. Und nur in der Forschung haben sie auch in der Regel Personal, was temporär beschäftigt ist. Sie können nur da sozusagen etwas schrumpfen. Und deswegen hat halt die universitäre Forschung auch abgenommen. Und deswegen drängt alles sozusagen in diese Drittmittel rein und am liebsten in diese Großprojekte, weil man dann erstmal für ein paar Jahre Ruhe hat. Das heißt, da ist die eigentliche Ursache, dass man die universitäre Forschung im Prinzip als nicht, sagen wir mal, relevant abqualifiziert hat und die auch nicht entsprechend ausstattet. Und das passiert hier in dem Bundesland auch, das muss man gar nicht. In aller Härte muss man das sagen. Ja? Ich meine, die Forschungsoffensive NRW hat als Kernpunkt, also Forschung müsse NRW dienen, ja, müsse nützlich sein für die Belange von NRW. Ich meine, das ist in einer globalisierten Welt ein so absurder Satz, dass ich den gar nicht kommentieren muss. Ja? Und ich sage Ihnen jetzt aber trotzdem, Sie dürfen alles senden. Ja, das hat ja schon mal, ja, Sie können ruhig alles senden. Ja, das muss man einfach mal sagen. Ja? Es ist völlig absurd. Ja, Forschung ist zunächst mal Erkenntnisgewinn und es ist bisher immer so gewesen, dass dieser Erkenntnisgewinn tatsächlich transferiert wurde, früher oder später. Bei dem einen lag der Erkenntnisgewinn sofort auf der Hand, dass man daraus etwas machen kann, wie bei Herrn Grünberg, das war sofort klar, dass man daraus neue Festplatten machen kann aus dieser Erkenntnis. Bei dem anderen dauert es ein bisschen länger, also bei den Leuten, die das Graphen gemacht haben, also noch sieht man da keine Anwendung, aber ich bin mir sicher, wenn wir uns in 50 Jahren wieder treffen würden, werden wir viele Bauteile haben, auch in ihren Kameras, wo dieses Material Graphen wahrscheinlich eine große Rolle spielen wird. Insofern kann Forschung nie unmittelbar dem Land dienen. Das ist Unsinn. Ja, ich meine, Forschung hat immer der Gesellschaft gedient. Und ich behaupte, diesen Wohlstand, den wir um uns herum sehen, ist ein Ergebnis der Forschung. Aber Länder, die Forschung immer nur auf die augenblicklichen Nutzen ihrer Gesellschaft abgestimmt haben, wenn man sich da auf der Welt anguckt, was das für Länder sind, das sind Entwicklungsländer. Das
das muss man in dieser echten Klarheit sagen. Und dass NRW das, zu der, das sozusagen als Forschungsoffensive verkauft, da muss ich sagen, das fand ich also ausgesprochen interessant.